herzlich willkommen beim Greenback-Shootout. Das haben wir uns für euch ausgedacht, weil immer wieder die Fragen aufkommen, wie klingen denn die unterschiedlichen Greenback-Varianten? Und ich habe mal gehört, dass Eddie Van Halen und George Lynch auch welche drin haben, die anders sein sollen. Als Grundlage und zu Beginn haben wir in diesen 1960 AX-Boxen die regulären Werks Greenbacks. Das ist zum einen eine Box, die 15 Jahre alt ist und zum anderen eine Box, die ab Werk kommt. Da wollten wir auch mal wissen, klingt das unterschiedlich? Danach werden wir direkt uns der Heritage Greenbacks annehmen. Danach die Eddie Van Halen Greenbacks, dicht gefolgt von den George Lynch Greenbacks. Und ganz zum Schluss die Creambacks, die noch relativ neu sind, obwohl sie eigentlich sehr alt klingen sollen. Das schauen wir uns alles an. Grundlage für diesen Sound wird ein Loop sein, was ich gleich einspiele. Hierbei ist es uns wichtig gewesen, dass wir ein Loop gleich über alle Boxenvarianten laufen lassen. Weil ich ja immer unterschiedlich oder derjenige, der spielen würde, immer unterschiedlich sonst spielen könnte. Das Loop wird halt über alle Boxen geschickt und ja, hören wir uns das mal an. Greenback-Shootout. Wer es nochmal ausführlicher haben möchte, für den habe ich nochmal über die Les Paul, die Tele, etwas länger gespielt. Das könnt ihr euch bei unserem YouTube-Channel angucken. Das sind insgesamt 12 Videos. Ja, entscheidet selber, was für euch am idealsten ist. Mir hat es Spaß gemacht, dem Looper auch. Bis bald.